als ich angefangen habe, habe ich überlegt, ich möchte gerne drei Sätze schreiben, drei Hauptsätze sozusagen, die aus Materialien bestehen, die irgendwas mit Eisen zu tun haben. Wir haben hier in Essen die Reihe Extraklang, wo wir eben den Kunstübertritt eben suchen, wo wir neugierig sind, wo wir uns die Frage stellen, wo endet eigentlich die klassische Musik und wo ist da die Grenze und wie funktioniert die Grenze und was ist hinter der Grenze und was passiert, wenn man die Grenze auflöst. Und entsprechend war ich sofort von der Idee fast schon besessen, mit ihm zu arbeiten. Koks und Schlacke fand ich super. Ich stelle mir dann einfach Stein und sowas ganz Ungeformtes, einfach nur das Rohmaterial vor. Das ist zum Beispiel für mich so ein Urzustand, aus dem erwächst alles und das wird sozusagen im Produktionsprozess fällt die Schlacke dann ab. Insofern ist das Anfang und Ende. Damit wird eröffnet. In den Zwischenteilen, also Satz 2 und Satz 4, sind eigentlich zwei Versatzstücke, die eigentlich 2 Minuten lang sind, quasi die Transformation beschreiben zwischen dem einen Zustand in den anderen. Auch um das Gehörte sozusagen zu vergessen. Ich finde zum Beispiel, manchmal hat man Lust, dass alle Sätze sich miteinander ein Stück ergeben und dass man das Vergessen nicht einbaut, sondern man will eigentlich auf das Alte, auf den Satz vorher aufbauen. Ich wollte aber in dem Zusammenhang bewusst wie ein weißes Rauschen eigentlich einfügen, wo man einfach quasi alles löscht und dann kommt der nächste Satz. In dem Mittelteil gibt es den Satz, der Octenol heißt. Octenol ist ein Stoff, der sozusagen als Geruchsstoff dafür zuständig ist, wie man Eisen riecht. Und ich fand halt eigentlich toll, dass man nicht sieht, sondern dass man einfach eigentlich seine Nase benutzt, um irgendwas, um einen Stoff zu erkennen. Und bei Eisen hat man nicht von vornherein das Gefühl, man riecht Eisen. Aber wenn man Blut riecht, riecht man auch das Eisen im Blut. Und das fand ich ziemlich interessant und habe dann gedacht, ich möchte einen Satz schreiben, der so ätherisch ist, der eigentlich gar nichts so was Hartes, Stoffartiges hat, sondern eher was Gasförmiges oder was so einem unter die Haut kriecht. Thank you.
Als letztes fand ich halt Eisen einfach für mich so ein, weiß nicht, das ist für mich so ein Stoff, aus dem ganz viel besteht. Ich bin umgeben eigentlich von dem. Ich finde das einen tollen Grundstoff, der ja auch uns verändert hat.